Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Iron Order. Ja, das ist Hearts of Iron, meine ich, nicht Iron Order. Bei welchen Spiel bin ich jetzt denn dabei? Wir wollten hier. Wir wollten hier umfangreich, bitte. So, können wir jetzt einen Krieg erklären? Nee, noch nicht. Das heißt, ihr dürft noch mal kurz ein bisschen üben. Genauso wie eure Luftwaffe. Luftwaffe, habe ich gesagt. Ihr sollt ein bisschen trainierend sein. So, genauso wie die kriegen auch ein bisschen Luftwaffe dazu. Geht nicht? Das geht schon nicht mehr. Das geht. Ihr gehört dazu. Und dürft auch ein bisschen trainieren. Genauso. Ja, die trainieren ja schon, weil sie anwesend sind. Gut. Züge, da fehlen ein paar LKWs. Das ist nicht so schlimm, die kommen. Züge sind. Ja, fehlen auch ein paar, aber kommen auch. Wie viele Züge produziere ich denn? 2 im Monat. Ja, sollten ein paar mehr sein. Untergeordnete Trägerei, okay. So, dann warten wir ab. Sind denn jetzt schon unsere Bauarbeiten fertig an den Raketendingern? Nee, nur nicht ganz. Oh doch. Ihr setzt euch mit denen noch in Verbindung. Details. Was? Der Malus für Technologien, die der Zeit voraus sind, wird. Okay. Dann bauen wir. Direkt zum Panther. Da machen wir gleich nochmal ein bisschen was stärker. Wird hier nämlich umgerüstet. Wo ist der Panzer? Wo sind die Panzer? Panzer, Panzer, Panzer. Da ist der mittlere Panzer. Panzer 4. Okay, ich kann den Krieg gleich beginnen. Mittlere Panzer. Leopard bauen wir ja schon, ne? Ja. Der Leopard.
Okay, Übungen abbrechen, genauso wie von der Luftwaffe. So, einmal Luftüberlegenheit. So, ihr habt genug geübt. Nein, es reicht. Ja, ja, passt. Wunderbar, da kann ich ein bisschen vorbereiten noch. Gut, dann können wir hier nämlich jetzt den Krieg erklären. Wir brauchen neues Land. Perfekt. Oh nein. Das gibt's doch jetzt nicht. Wir sind hier in einen Krieg geraten, den wir nicht wollten. Och nee, nicht schon wieder. Das war doch nicht so geplant. Das war doch nicht so geplant. Das kommunistische Deutschland, sozial. Sozialistische Deutschland. Das war's. Belgien gehört nicht zur Alliierten. Er hat wahrscheinlich um Hilfe gerufen. Verloren. Es gibt immer noch die Weimarer Republik. Nur Deutschland wird immer kleiner. Oh Mann. Schon schwierig. Naja, wir wurden wieder besiegt, ne? Ausbilden, ausbilden. 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 Ja. Was soll ich dazu sagen? Berlin gehört nicht mehr uns. Wir haben einiges an Produktion verloren. Ja. Schwere Jäger 3 haben wir jetzt. Die können wir ja gleich schon mal umrüsten, aber. Eigentlich ist das Spiel gegessen, oder? Ablehnen.
ablehnen. Diese Jäger hätten uns auch nicht mehr gerettet. So. Konrad Adenauer ist schon wieder da. Warum Weimarer Republik? Kommunismus auf dem Vormarsch. Ich könnte mich wieder ganz schnell kommunistisch machen. Wir haben gelernt. Demokratisch, NSDAP neutral. Haben wir gelernt oder haben wir nicht gelernt? Ich weiß es noch nicht. Hat ja wunderbar geklappt mit unserem Krieg hier, ne? Diplomatie. Wir wollen Berlin zurück. Königsberg ist auch gut. Sitzen wir überhaupt noch Königsberg? Weimarer Republik? Jo. Wir haben hier noch was. Das sieht jetzt ganz komisch aus. Wie Deutschland jetzt aussieht. Unsere Zeiten. Unsere Hauptstadt ist jetzt München. Ist sehr bitter. Ich weiß ja auch nicht, liebe Freunde. Soll ich lieber neu anfangen? Versuchen wir einen komplett neuen One? Ich bin irgendwie gerade down. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ob es überhaupt lohnt, weiterzumachen. Wir haben 100% Krieg. Ja. Belgien direkt den Alliierten beitritt. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Was? Den... Die sind noch was? Sind aber in den Alliierten oder was? Ja, ich werde den Alliierten beitreten. Ganz einfach, stumpf. Ganz stumpf.
Bett. Okay. Ja, warum nicht? So, wir müssen auf jeden Fall Waffen umrüsten. Wir haben noch einige Flugzeuge, okay. Aber wir haben keine Division. Ganz komisch. Ich sehe jetzt Konflikte auf der Welt. Aber die haben sich um mich ja ganz schnell gekümmert. Aber ich habe keine Armee, mit denen ich kämpfen kann, liebe Freunde. Ihr habt mir ja alles weggenommen. Keine Ahnung, was es sind. Ihn einfach nehmen. Was? Wir sind im Krieg? Aber sind dann gewinnen oder was? Gegen die Sowjetunion auch. Wir haben ja keine Männer, ne? Japan hat viel. Die Sowjetunion auch. Eingeschätzte Mannstärke. Nachdem wir nun seit einiger Zeit Verbündete sind, herrscht in unseren österreichischen Nachbarn etwas äußerst wohlwollende Stimmung gegenüber Deutschland. Es wäre durchaus möglich, dass wir Volksabstimmungen über Einigung mit Deutschland positiv ausfallen würde. Ja, die kleine Deutsche war ein Web. Sollen wir die Regierung drängen? Solche Abstimmungen abzuhalten? Warum nicht? Stimmt man ab? Hey, wir sind ein paar Truppen und ein bisschen Gebiet. Ein großartiger Tag für ein großes Deutschland. Wir haben eine Armee, die auch in Irak kämpft. Ja. Bitte. Pack fehlen hier. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für eine Division ist. Das ist einfach eine österreichische. Was auch immer
diese Armee hier macht. Ich habe zumindest eine. Auf jeden Fall gefällt mir gerade das, was passiert. Finde ich interessant, die Wendung, die hier gerade passiert. Diese Panzerdivision, ne? Alter, was ist das für eine Panzerdivision? Sollen wir durchbrechen da? Moment. Wir haben hier auch noch eine ganze Armee. Ist da noch ein Krieg da hinten? Okay. Versuchen wir mal da den Krieg so ein bisschen zu entfesseln. Aber wir haben ja hier vorne noch Vision frei, ne? Panther. Panzer. Daran fehlt es ja im Moment. Aktuell Treibstoff 0. Ihr zieht euch zurück, sobald ihr könnt. Diese Flugzeuge sollen hier unterstützen. Ja. Ja. Entscheidung verfügen, wir sind im Krieg, ja. Rohstoffe. Details. Schätzt der Planwert. Ja, Boni sammeln. Wie sieht der Krieg eigentlich aus? Okay. Die deutschen Soldaten greifen mit an.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Krieg. Die sollen wir alle dahin. Das wäre sehr vorteilhaft, oder? Gut, geht mal da vorne hin. Ich schicke euch auch mal Flugzeuge. Einmal so. Einmal so. Ich glaube, die Luftwaffe unterstützt hier ganz gut gerade, glaube ich, ne? Von Voice haben wir, glaube ich, gerade genug, oder? Das ist gerade gut. Übelst schweres Schiff kann ich gerade nicht bauen. Schwere Kreuze bauen wir gerade noch, ne? Ja. Neun Stück. Leichte Kreuzer sind im Bau. U-Boote. Ja. Dioktrin verfügbar, ja. Wir sind im Krieg. Details. Taktische Bomber. Luftunterstützung wäre... Ich bin dann schon ein bisschen, glaube ich, zu weit dann in der Zeit, ne? Taktische Watt. Die sind noch nicht veraltet, ne? Strategische Bomber 2, die baue ich noch gar nicht. Die können wir forschen, noch die Zusatzausrüstung. So, Attacke. Sollten wir ein bisschen kämpfen hier. Helf mal den Alliierten. Das sind eigentlich die österreichischen Truppen, aber die ganze Welt ist ja jetzt im Krieg. Ja, dann, Angriff, ne? Ja. Läuft doch. Gut. Okay. Wurde ein Krieg erklärt. So, da muss Aufklärung auf jeden Fall noch hat. Regierung ändern.
Artillerie. Luft habe ich schon alles. Die Welt ist gerade in Flammen. So, durchkühlen bitte. Ihr sollt durchbrechen. Gut, dann hier weiter forschen. Jetzt geht die voran, oder? Ja. Problem, irgendwann ist Rumänien im Marsch, solange wir hier den Druck behalten, ne? Es ist jetzt echt ein Weltkrieg hier. Echt gerade ein totaler Weltkrieg hier. Ja, wir gewinnen am Boden. Aber auch nur, weil von hinten das ist krass, der Angriffsplan auf Moskau. Wir leben in dunklen Zeiten, warum nicht? Politische Aktion, Kriegsmaßnahmen? Nein. Volkssturm. Da will ich nichts machen. Alte, veraltete Ausrüstung. Aber nicht hier, ne? Läuft. Wie sieht denn unsere Division hier unten aus überhaupt? Okay. Auf jeden Fall sehr gemischte Armee. Das ist ja mal eine gemischte Armee, ey. Erste Weltkriegspanzer, ja super. Zusammen mit Leopard. Sehr lustig. Ja, man kommt voran. Es zermürbt langsam. Aber das war hier trotzdem mit der Weimarer Republik, ne? Jetzt sind wir im Gewinn. Rumänien ist gleich besiegt.
Warum nicht? Nicht Angriffspakt. Ich brauche sowieso nicht mehr Krieg. Frankreich. Vereinigtes Königreich. Aber die Russen haben ja aber auch keine Invasion auf USA oder sonst was gemacht. Aber die sind hier noch im Krieg. Aber. Und halt nicht voran, ne? Wie sieht denn Kriegszustand aus? Eingeschätzte Mannstärke, Verluste. Okay, die Gegner haben auf jeden Fall weniger Verluste. Warum auch immer. Auf jeden Fall ist gleich der Krieg hier vorbei, denke ich. Amerikaner sind hier. Bukarest. Volle Gewalt bitte. So, dann machen wir den auch noch dazu. Nochmal Details. Ist wenigstens hier gebaut? Und jetzt mal gucken, ob hier ein paar Häfen gebaut werden können. Gut. Dann Militärfabriken, bitte. Denn wir brauchen nur noch Militär. Und Zivilfabriken haben wir erstmal genug. Gut. Ich möchte gerne wissen, was hier noch passiert. Bukarest haben wir eingenommen. Ja, die nächste Hauptstadt. Ah, das war's schon. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar Fabriken wieder. Da können wir. Ein paar leichte Kreuzer bauen, ne? Komm. So, einen haben wir hier schon mal. Aber unsere Truppen müssen sich erstmal einen Moment ausruhen, oder? Oder wandern die jetzt direkt weiter zur Linie? Dann wäre auf jeden Fall nicht so geil. Marinebomber. Brauchen wir gar nicht. Also. Panzerproduktion können wir ein bisschen in Gang setzen hier. Und LKW. Gut, wir haben keine Versorgung mehr, können auch aktuell nichts machen, also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, soll ich das so weiterführen oder neu anfangen? Also ich könnte das noch zu Ende führen, bis dieses Spiel schon zu Ende ist und dann neu anfangen oder komplett neu anfangen. Das dürft ihr immer gerne entscheiden und auch gerne in die Kommentare schreiben. Bis dann sage ich ciao, euer Schrank, bis zum nächsten Mal. Es passiert aktuell sehr viel. Und ich habe halt so weit noch nicht vernünftig gelernt.